Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate. Yep. Wir sind bei der Feuerweinbrücke. Juhu, ich freue mich schon gar nicht auf den Dungeon darunter. Beinahe unter meiner Würde. Das ist nämlich eure der... Anständigkeit ist erfrischend, wenn man so vielen Rippeln begegnet. Das ist nämlich der nervigste Dungeon, den das Hauptspiel zu bieten hat. Aber vorher können wir uns ganz locker und lässig die Oberwelt angucken. Die ist nämlich nicht so nervig. Zum Glück. Es gibt nur einige interessante Sachen hier, die uns helfen sollten, die verbleibenden 800 Erfahrungspunkte zu kriegen, die Talisa noch fehlen, damit sie endlich mit dem Kleriker auf ihrem Kriegerlevel oben auf ist. Das heißt, dann fehlt nur noch ein Level, bevor wir endlich den Hybriden freigeschaltet haben. Also das, die Klassenkombination. Also dann ist sie ein richtiger Kämpfer-Kleriker. Dann ist das nicht aktiv hier, nicht mehr da. Sehr schön. Und wir kriegen natürlich neue Kleriker-Zauber. Also Slots wenigstens, hoffe ich mal. Ich bezweifle, dass wir schon die nächste Stufe an Zaubern freischalten dadurch. Ja, Hira hängt da ja auch ein bisschen hinterher. Die hat nur Stufe 1, 2 und 3. Okay, haben wir auch. Also hat Talisa auch nur. So, aber erstmal gucken wir uns hier das Fitzelchen an. Ah, hier geht's runter. Unter die Brücke, so wie es aussieht. Oder spielt da jetzt wieder die Grafik einen Streich mit uns? Ja, die Grafik spielt einen Streich mit uns. Wir landen wohl nur auf der anderen Seite der Brücke, hä? Ja. Obwohl hier, das sieht nach einem Übergang aus. Ist aber auch keiner, hä? Nein, geht mal da lang weiter. Die wollen immer wieder umdrehen. Also ist das hier wohl eine Klippe, die nach unten geht. Nur, dass man sie sehr schlecht erkennt. Und hier scheint Ende im Gelände zu sein. Jo. Hier ist Ende im Gelände. Klingen wir einfach mal dahin. Mal sehen, wie wir da runterkommen. Ob irgendwer den Weg da runter findet. Khalid geht voran. Weil bis jetzt sehe ich da leider... Ach, da ist der Weg nach unten. Okay, dort kommen wir runter und können das Flussbett erkunden, das ausgetrocknete. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Schriftrollen, das ist okay. Khalid ist mal wieder ziemlich voll. Minsk ebenso. Naja, bei Minsk geht's eigentlich. Jaira ist ziemlich überladen. Schutz vor Giften. Das hätten wir gegen die Wyverns gebrauchen können. Pfeile. Die beiden Sachen können wir nicht identifizieren zurzeit. Vor allem nicht den simplen magischen Geschossstab, von dem Emoen schon, glaube ich, den zweiten mit sich rumschleppt. So, das heißt, hier runter können wir uns unterhalb der Brücke mal umschauen. Bevor wir dann über die Brücke drüber gehen. Und den Rest erkunden. Okay, hier ist schon mal alles zusammengestürzt. Hier sind wir nämlich an den Brückenpfeilern.
Ja, und hier unterhalb der Brückenpfeiler liegt ein Haufen Schutt. Okay. Hey, hier ist sogar noch Wasser. Das heißt, das ist nicht ganz ausgetrocknet. Wobei das Tropfen auf dem heißen Stein sind, wenn man sich die Kakteen so ansieht. Das ist eine richtige Steppenlandschaft geworden irgendwie. Nachdem der Fluss ausgetrocknet ist. Ein einziger Kobold. Nein, da gibt's noch welche. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Na, Jungs. So, immerhin sagt mal der ihre Pfeile ein. Beinahe unter meiner Wurde. Was wollt ihr? Ich hab genug davon. Die können wir nämlich dann gerade im Untergrund. Oh, Schutz vor dem Bösen. Hat Dyna hier die noch? Die Rollen? So. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Ihr habt gerufen? Nein. Die hat sie nicht mehr. Brauchen wir eigentlich auch gar nicht mehr. Also verkaufen wir das Ganze einfach. Ja? So. Beinahe unter meiner... Was wollen... Gut. Wäre das auch geklärt. Wenn wir Schutz vor dem Bösen brauchen, kann das immer noch Talisa, glaube ich, zaubern. Was? Ja, einmal kann sie das. Könnte sie auch mehrmals beibringen, oder? Ja, könnte ich. Dafür müsste ich aber zum Beispiel den Segen aufgeben. Was eigentlich ja auch nicht ganz so schlimm ist. Nichts leichter als das. Weil wir können ja Gesang. Und Gesang ist, soweit ich weiß, besser als Segen. Hier, Gesang. Sogar zweimal. Wirkt der Priester besonders himmlische Gunst, sobald der Priester sich vollständig ausgesprochen hat. Angriffs- und Rettungswürfe werden alle einen Abzug von 1 erleiden. Ja, und du machst, Priester, so dass sie auf alle ihre Rettungswürfe gegen alle Arten von Furcht sowie +1 auf ihre Angriffswürfe erhalten. Also ist Gesang eigentlich besser, weil das macht nur Rettungswürfe auf Furcht. Und das hier macht auf alle Rettungswürfe. +1. Was schon sehr mächtig ist eigentlich. Da ist einmal Schutz vor dem Bösen besser, weil das schützt zum Beispiel auch vor dem Gesang von Sirenen. Also von dem starren Verstand oder von dem Schreckenszauber oder wie er nochmal heißt, den Sirenen auf einen wirken können. So, ansonsten sieht dieses Flussbett aber ziemlich leer aus, aber ziemlich groß, wenn man es sich hier so ansieht. Da ist der Fluss unten durchgeflossen oder das war, könnte sogar ein See gewesen sein, so groß wie das ist. Ah, Erzablagerung. Hier war der Fluss fleißig. Aber sonst nicht wirklich viel. Und ich glaube, es gibt sogar gar keinen zweiten Weg hoch. Nein, gibt es nicht. Wir müssen von hier aus wieder umkehren. Karte. Hier. So, geht mal davor hin. Währenddessen checke ich nochmal das Inventar. Ja, weil ich habe da immer das Gefühl, dass die Truppe schneller geht. Trank der Frostriese, Stärke Explosionstrank. Ja, den sollten wir auch demnächst mal ein bisschen verballern, dass das Brandöl wegkommt und wir die Explosionstränke reinstecken können. Und ich hoffe ja mal, dass sie dann, wenn der Herr Krieger wieder aktiv ist, die Heldentränke benutzen kann. Gerade für den Endboss-Fight sind die Heldentränke sehr wichtig. Dafür hebe ich die nämlich auch auf. So, ganze Truppe einmal anwesend. Dankeschön.
So. 7 Erfahrungspunkte durch Kobolde. Yay, also müssten wir noch 800 Kobolde töten. Dann hätten wir das Level ab. Ungefähr 800 Kobolde. Ich glaube, da geben uns andere Sachen besser Erfahrung. So, hier einmal Aufstellung beziehen und dann überqueren wir vorsichtig die Brücke. Ja, genau. Die ist definitiv ziemlich in sich zusammengefallen. Man merkt schon, diese, das war keine einfache Brücke. Das ist eine... Hallo Kobolde da unten, die wir nicht angreifen können. Hallo Hunde, die jetzt aggro werden. Na komm, versuchen wir so viel wie möglich aufzudecken. So. Gehen wir am besten an der Unterseite entlang. Jetzt werden uns nämlich gleich die Hunde entgegenkommen. Ah, und ein Kobold. So. Genau, immer schön so viel wie möglich aufdecken. Ah, wer bist denn du? Poe. Ja, denn ich verschwinde jetzt. Und dann wär's mal... Oh, magische Geschosse. Haben wir davon welche? Nein. Und bräuchten wir eigentlich... Oh. Ach, können wir den Stab der Monsterberufung mal... Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Na du, du bist eine Nervensäge. Stirb. Und da kommen die Hunde. Mich kümmere, ich hab genug davon. Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. So. Du auch noch weg. Ja, ja, hier. Was? Sehr gut. Gut, dann gucken wir mal, wer du bist. Hallo, du, hier ist es gefährlich. Ein gesundes und munteres Hallo, meine Freunde. Schöner Tag heute. Fehlt ihr nicht auch? Es war hier nicht immer so ruhig und schön wie heute. Wie man leicht an den Ruinen Rinungsrums erkennen kann, war es schon eine tragische Zeit für die Gegend, so vor 300 Jahren. Oh, kein Wunder, dass die Brücke so baufällig aussieht. Es gibt eine Menge Geschichten zu erzählen, Geschichten von Helden und Schurken, die seither hier verweilten und wieder gingen. Wollt ihr vielleicht eine solche Geschichte hören? Es ist ein Epos, an dem ich seit geraumer Zeit arbeite. Er basiert auf den Gerüchten, die mir zu Ohren kommen, und den wundersamen Dingen, die ich in meinen nächtlichen Träumen sehe. Wie wär's mit deiner Geschichte heute Abend? Oh ja, es wäre wunderbar, eure Geschichte zu hören. Singt weiter, junger Barde. Wunderbar, macht's euch bequem. Es handelt sich um ein poetisches Traktat, das ich die Ritter aus vergangenen Tagen nenne. Ja, ich weiß, ich muss noch ein wenig am Titel arbeiten, aber in seiner Seele ist das Stück doch sehr wahrhaftig. In alter Zeit, in alten Tagen, so manch Geschicht sich zugetragen, von Rittern und von Kerkerhöhlen und brüllend brechenden Meereswellen. Diese hier ist wirklich wahr, erzählt von einer Ritterschar, von Heldenmut und von Verrat und Rache nach der feigen Tat. Die Rittersleut zu zweit zu vieren, dem Schwur getreu nicht zu verlieren, dem Bösen zeigten weiter nicht und kämpften, dass es werde Licht. Doch Licht allein ist nicht genug, wenn über allem liegt ein Fluch, aus tiefsten, tiefen Flammen schlagen, doch keiner wagt es laut zu sagen, nach großem Kampf und kühner Schlacht. Am Ende krümmt die böse Macht am Boden sich und ist besiegt. Verrat jedoch auf der Lauer liegt. Der einzige Freund, nun wahrer Feind, das Gold, das glitzernd vor ihm scheint, gibt Anlass ihm für den Verrat. In dunkler Nacht kommt es zur Tat.
Die Helden all im seligen Schlaf, des Messers Schneid im Herzen traf. Was trennt denn noch den Mensch vom Tier, wenn Edelmut erliegt der Gier? Gold in den Händen, Freund verraten, allein mit seinen finsteren Taten, sucht er den Weg hinaus ans Licht, vergebens doch, er schafft es nicht. Groß die Wut, groß der Verlust, Tränen fallen auf der Witwenbrust, Waisen nach den Vätern schreien, der Albtruch nachts ist schwer wie Stein. Aufwacht die Wachen ewig stehen, mit Wut im Bauch noch nie gesehen. Sie warten bis ans Ende der Zeit, zu rächen sich für all das Leid. Das Schicksal kann recht grausam sein, der Tod bringt dann nicht Trost allein. Bis an ihr Ende wollen sie stehen, ihr Ehrgefühl getröstet sehen. Gemeinsam stehen, gemeinsam fallen, so ist der Schwur geschworen von allen. Und alle stehen und warten lang, vom letzten Tag ist keinem bang. Ich sah sie nicht, doch hört ich sagen, von Rittern aus vergangenen Tagen, die trotzen stolz der Tyrannei, sind sie auch tot, ihr Volk ist frei. Ja, ein sehr schönes, tiefgründiges Lied. Merkt euch das mal gut, das wird später noch von Belang sein. Also hier an der Feuerweinbrücke. Und ja, ich hoffe, die Gesangseinlage hat euch gefallen.